Schneid sie einfach ab und leg deinen Zahn zu, sonst verlieren wir die Kähne. In denen sind wir hier. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Oh. Zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Gears of War 3. Aua. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Muss erstmal wieder klarkommen hier. Alter, das hat gesplittert. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Will die Munition? Nee, brauche ich nicht. Hier sind noch mehr! Wo? Ich weiß ja gerade gar nicht, was wir machen sollen, aber wir machen es einfach mal. Ach, die stürzen dann da rein, explodieren. Ach genau. Wir sollen die Dinger da. Können wir den abschießen dann? Jetzt weiß ich es wieder. Weißt du, wann haben die. Wann haben die denn. Dann haben die dann, also das, so, da können die das, man könnte schießen. Das ist immer intelligent, sich hinter Treibstofftanks zu verstecken. Aua, hinter mir? Hier eigentlich. Mal irgendwas, was man mitnehmen kann? Nee. Haha. Oh, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren gerade. Noch einer? Bin leer. Das ist noch einer, oder? Ach, der steht hier. Ich glaube, der wäre eine Leiche oder. Da ist noch einer. Das sind echt ein bisschen hartnäckig, die Jungs. Okay, die Luft ist rein. Auf zum Turm. Da müssen wir hin, okay. Tagesziel für heute zum Turm. Bisschen stärker als der andere. Markus ist. Er hat nicht gefrühstückt. Markus, es scheint, als ob die Königin noch immer die Fäden zieht. Ja, wir werden die Schlampe erledigen müssen. So oder so. Das war ein böser Sprachgebrauch. Hey, dort ist der Landungsturm. Ja, dann gehen wir da mal rauf. Das wird so schief gehen, das weiß ich jetzt schon. Letzte Chance, uns das Ding zu krallen und uns vom Acker zu machen. Es ist fast hier. Alle bereit zum Ende? Oh ja, spielen wir Pirat, Baby!
will das haben. Meins. Verteidigen Sie gegen den Angreifer. Was soll ich denn Was soll ich denn da schießen? Ach, das soll ich, auf das soll ich schießen. Das geht rein. Er muss ja nicht gleich vor Wut explodieren. Au. Mach das immer mit der Säge, ja. Aha. Mach doch mal dieses Ding mit der Säge. Diese Nebelkerze hat auch richtig gerade geholfen. Meiner. So, wie lange soll das jetzt noch gehen? Lässt hey, das war meiner. Bin ich gemein. Nichts mehr raus hier. Das fand ich jetzt gemein. Ich werde nie wieder mit einer Billig-Airline fliegen. Sehr verehrten Damen und Herren, dort am Horizont können Sie das Amboss-Tor sehen. Die schöne historische Stadt Anvegard. Ist doch herrlich, oder? Humor hat er. Sam sagt, dass das der Arsch der Welt ist. Dabei kommt sie von. Also hält Mira deinen Vater gefangen, Marcus. Und nun weiß sie, dass ich ihn holen werde. Aber haben wir den Vater nicht im vierten Teil befreit? Ey, es ist alles verwirrend. Also den vierten Teil werden wir ja im Anschluss auch noch spielen. Wie gesagt, ich mache die Folgen ein bisschen länger. Hört, ist dieses Teil wirklich noch auf Kurs? Hör zu, ich habe es so programmiert, dass es Sams Route folgt. Willst du ein Malbuch oder so? Stifte? Guck, da glitzert was. Benehmt euch, Kinder, sonst kehren wir auf der Stelle um. Bert, wann werden wir in Funkreichweite vom Amboss-Tor sein? Wir haben mehr als die Hälfte des Weges geschafft. Vielleicht hat Hoffmann ja schon Kaffee gekocht. Ja. Und? Jemand steckt hier mächtig was ein. Ich halte mir vom Hals so gut ich kann. Kann mich jemand hören? Hey, hier ist LKW 54. Wenn ich nicht mal Hilfe bekomme, krass ich ab. Das glaube ich ja nicht. Bist du das, Dizzy? Marcus Phoenix! Ich will verdammt sein! Wo bist du, Junge? Wir sind unterwegs, Dizzy. Siehst du den neuen Kahn da? Das sind wir! Du hast deinen Magenkahn gekapert? Verdammt, Marcus, du musst aber Eier in der Hose haben! Ja, zwei Stück. Was für Eier, du Hurensohn! Wir schaffen dir die Waden vom Hals! Haltung! Hey, anscheinend haben sie Munitionskisten an Bord. Denkt ihr, was ich denke? Nehmen wir sie im Visier und schauen, was das ist. Ich glaube.
Ja, das war ja eigentlich easy. Das war ja eigentlich easy. Bert, bring dieses Ding so weit runter, wie du kannst. Wir greifen ein. Nur für den Fall, dass es ohne uns Gassi gehen will. Retten Sie Dizzy. Hallo. Hast du es wieder ganz allein mit der Madenarmee aufgenommen, Dizzy? Der Kampf gegen Scorch hätte mir eine Lehre sein sollen, schätze ich. Nun, offenbar hast du viel dazugelernt. Hey, den lässt du mal schön liegen. Oder auch nicht. Jungs, ich hab da ein Geschenk für euch. Hallo, it's a me, not Mario. Ein Reaper mich interessieren würde. Wo ist er denn? Oh, da. Ach, das waren noch Zeiten, wo wir unseren, unseren eigenen Reaper hatten. Okay, die Luft ist rein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch Jungs noch mal treffen würde. Na los, helft mir beim Tragen der Munition, bevor die verfluchten Maden hier auftauchen. Wer hat Angst vor den Maden? Hatte ich ein Depot entdeckt. Ich nicht. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Dizzy, wir sind auf der Suche nach Hoffman. Als wir euch beide das letzte Mal gesehen haben, wart ihr unterwegs zum Ambustor. Ja, er hat die Basis in einen Top-Zustand versetzt. Ich fahre auf diese Route hier und treibe Handel mit anderen Lagern, solange ich an den Maden vorbeikomme. Er hat immer noch Prescotts Datendiskette, die ich niemals knacken konnte. Die brauchen wir nämlich dringend. Sicher hat er die noch. Und er flucht doch immer noch deswegen. Hey, ihr habt doch nicht etwa das Zauberwort gefunden. Lange Geschichte. Schnappen wir uns die Ausrüstung und gehen. So was sehe ich gern. Das ist richtig gute Ausrüstung. Nehmt, was ihr tragen könnt, und dann zurück zum Kahn. Was haben wir denn hier noch Schönes? Boomshot, Arkanbogen, Hammer. Ein Schuss. Die mächtige Waffe, diese zerstört die meisten mit Eindrücken. Bis ich fahre, dann drücken sie dann, um zu feuern. Okay. Die haben wir extra mitgenommen, alles klar. Ich will die jetzt aber noch nicht verwenden. Warte auf irgendwas Großes. Das ist ja... Okay. Oho, das ist für deine Schlappe von Königin, du Arsch! Hä? Du bist ziemlich gut für einen gestrandeten Dizzy. Wir probieren es nochmal. Okay, für sowas ist die mega gut. Oh, der ist noch einer. Komm her, ich hänge irgendwo. Ah, wo willst du hin? Au. Kann ich mal auf die Viecher da schießen?
Ich bin fast tot. Erstmal halt. Warum schießt ihr denn nicht auf dieses Kruppzeug da? Mann. Nicht so schwierig. Alter. Einmal mit Profis. Okay, da ist das Ding ganz geil. Komm hoch. In your face. Das habt ihr nicht gerechnet, gell? Wir haben die Vögel erledigt. Okay, dann verschwinden wir, solange wir noch können. Zum Kahn. Gehen Sie erneut an Bord des Gaskahns. Ich wollte oben die Munition noch mitnehmen. Bogen. Damit haben sie nicht gerechnet, ne? Weil ich so ein geiler Typ bin. Der hier nicht mal runterspringen kann. Oh, das sind so Das sind so Bewegungslegastheniker. Man rennt sieht's aus, als ob er kacken muss. Schön, dass ihr schon vorgelaufen seid und mich hier allein gelassen habt. Finde ich mega nett. Danke euch. Bert, du fährst. Man kann nicht selbst fahren. Man genießt die schöne Aussicht und hofft, dass das Navi funktioniert. Das ist mir ganz egal. Mir genügt das. Ich mag Dizzy. Mann, sie wollen uns runterholen. Was, sie wollen runterholen? Genau, wie lösen wir das Problem? Ein Kahn hängt uns am Arm. Ey, mit Controller ist das echt nicht leicht. Also mit Controller zu schießen ist eine Katastrophe. Nee, sie einmal getroffen. Au. Wo denn? Okay, ihr habt auch mal was hingekriegt, das finde ich super. Verdammt, da unten ist eine Menge Feuerkraft. Sind wir schon in Funkreichweite? Wir sollten Hoffmann besser vor den Maden warnen. Markus Phoenix am Ambustor. Over. Verdammt, ich höre nur ein Rauschen. Da ist die Königin. Kann ich nicht abschießen? Dummer Junge. Okay, damit ist mein Tag gelaufen. Zu schnell zum Anvisieren! Ich kann sie auch nicht erfassen. Hat der Doktor das Gefühl, dass sie uns verarschen? Nee, überhaupt nicht.
schaffen wir es noch! Bert, gibt's eine Möglichkeit, dieses Ding abzubremsen? Danke fürs Gasback, Airwise Fleet. Danke, dass Sie mit uns mitgeflogen sind. Wir stürzen jetzt leider ab. Kaboom. No, mein armer Gasback. Mann, alle noch in einem Stück? Ich sag Bescheid, sobald ich's weiß. Ich sag Bescheid, sobald ich all meine Stücke gefunden habe. Okay, was kommt da? Okay, ich hab gute Sinn. Nicht schießen! Phoenix? Was zum Henker machst du hier? Eine Kolonne Maden ist auf dem Weg hierher, Colonel. Nichts wie weg. Ich erklär's dann. Okay, aufsetzen. Warne die Basis über Funk, dass ein Madenangriff bevorsteht. Dafür, dass er uns im ersten Teil so gehasst hat, scheint er jetzt ganz freundlich zu sein. Lange nicht gesehen, Phoenix. Schätze, du hast den Weg nicht auf dich genommen, um nach meiner Gesundheit zu fragen. Nein, wir haben was für euch. Den Schlüssel zu Prescotts Datendisk. Du musst das ja wirklich für dringend halten. Ich hatte das verdammte Ding schon fast abgeschrieben. Stimmt. Sie enthält Informationen darüber, wo Prescott meinen Vater festhält. Azura, sagt dir das was? Was meinst du mit deinen Vater festhalten? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Er ist doch nicht getötet worden. Prescott hat ihn entführen lassen. Gütiger Herr im Himmel, und all das ist auf der Disk? Ach, wo hast du den Schlüssel her? Prescott hat ihn mir heute gegeben. Kurz bevor er starb. Akt 3, Kapitel 1, unzerbrechlich. Tja, Phoenix. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich sagen soll. Und das passiert mir sonst nie. Das klingt nach einem Angriff. Alle Mann in Position. Ich erzähl's dir, sobald wir mit unseren Besuchern fertig sind. Bereit machen, wir treffen uns am Haupttor. Ich lasse nicht zu, dass die Basis an diese Bastarde fällt. Und ich erst. Okay, geht klar. An die gesamte Besatzung, das Hauptdorf muss gehalten werden. Dort draußen ist ein ganzes Regiment Maden, Leute. Bin ja schon auf dem Weg. Ach, mit dem Regiment, da werd ich auch easy fertig. Ich hab hier draußen noch nie so viele gesehen. Ja, ich denke, wir könnten sie verärgert haben. Wir sind der Königin begegnet. Geht noch nicht. Also als erstes hätte ich ja diese Deckungsscheiße da weggeräumt als Verteidiger. Also, dass man ein absolutes freies Feld hat, das ist scheiße, das hat er scheiße gemacht. Ich hätte komplett das hier alles weggeräumt und alles gratis freies Feld gemacht, dass die einfach nirgendwo Deckung nehmen können. Nämlich genau wie hier, ja. Dann hätte ich einen Graben drum gezogen, so einen richtig tiefen Graben mit einer Zugbrücke drüber. Da wäre schon mal das Fußvolk nicht. Oh, hi. Guck mal hier, warum könnt ihr sich hinter dem Auto verstecken? Die Verteidigung hätte ich ein bisschen anders aufgebaut. Ist da noch was für Schüsse oder was? Oder nicht? Aber na gut, ich bin ja auch kein Fachmann.
Vor allem hätte ich hier oben mehr Waffen hingestellt. Da sind ja gerade mal zwei oder drei Waffen nur. Aber was schieße ich denn da? Okay, das war so gescriptet, also es war... So, und jetzt hier eine Killzone einrichten. Lag da noch eben irgendwas? Hey, das war mein Kill. Ich schieße nur gegen die... Warum sind zum Beispiel hier... Warum ist da wieder Deckung? Wo kommen die Autos her? Und B, warum... Wenn das als zweiter Verteidigungsring gilt, warum ist, sind hier keine Geschütze? Hier oben ist einer. Gucken wir das her. Kann ich sich das da irgendwie abschieben? Na los, runter damit! Ja, aber sie haben die ganze Stimme dabei. Es ist teilweise so dumm. Raus!
Ist da ein Geschütz? Da ist ein Geschütz. Keine Boomer mehr. Noch mehr Boomer. Nase krabbelt. Wer kommt denn da noch? Reservetreibstofftank in den Hof schaffen und wir werden ihn in die Luft jagen. Das wird die Herrscher aufhalten. Da oben! Was? Jetzt! Konzentriert das Feuer auf den Treibstofftank! Das bringt's jetzt? Warum steht er wohl lichterloh in Flammen? Das war der letzte. Zumindest für eine Weile. Lang genug, um den Gestank brennender Maden aus der Nase zu kriegen. Colonel, wir sollten uns jetzt mal unterhalten. War ganz, ganz dringend. Letzte Zuflucht vom Ambos-Tor. Aber das ist einfach unglaublich. Selbst für dieses Arschloch. Also, dieses Ding, das dein Vater erfunden hat. Es kann die Leuchtenden töten? Was ist mit den restlichen Maden? Keine Garantie. Dass sie zu Leuchtenden werden können, heißt nicht, dass es auch bei ihnen funktioniert. Aber wir müssen immer noch rausfinden, wo Azura ist. Eine Schande mit dem Hammer, den könnten wir gut brauchen. Dieses verfluchte Ding. Es kann zwar noch ein paar Satelliten aktivieren, aber Präzision können wir vergessen. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Bert, hier ist die Disk. Beeindrucke mich. Bernie, hallo. Du wirst den Scheiß nicht glauben. Das muss warten, Vic. Überwacht jemand den Punkt? Wegen Sam und Anya. Die beiden sitzen draußen fest. Wir kümmern uns drum, Bernie. Na los, Leute, Waffen entsichern. Ich finde jemanden, der den Truck für dich fährt. Ups, hab ich was verpasst, Blondie? Der Alte soll dir das erklären. Aber behalte seinen Blutdruck im Auge. Ruhig bleiben, tief durchatmen, das ganze Programm. Okay? Okay.
Gut, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Gears of War 3 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.